Meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen wieder einmal Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Und wir wollen nochmal so ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel. Und, Was machen wir denn da dann? Ja, unser Großschwert ist natürlich mega awesome. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir machen könnten. Wir könnten doch eigentlich versuchen, in Heides Tower of Flame ein bisschen weiter zu kommen. Das könnten wir doch versuchen. Achso, gut drüber nachdenken. So, einmal das Tor runter. Oh. Ich hab nicht richtig nachgedacht. So. Da, 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 da. So. Den hätten wir schon mal. Und, gehen wir mal zu dem Dicken. Och, der muss auch so komisch sich drehen, ne? Okay. Und noch mal kurz eintrinken. Und dann gehen wir mal zu dem hier. Ja, zweimal zuschlagen, das ist wirklich das Maximum, was man hier machen sollte, bei dem. Oh, wir haben dreimal geschafft. Okay. Dich kriegen wir schon. Ja, was? Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt aber, haha. Ich will unbedingt den Typen hier noch erwischen. Denn an dem wollen wir ja so ein bisschen trainieren noch, dass wir dem vernünftig ausweichen können und also ein Blödsinn. Da müssen wir ihn einfach immer und immer wieder besiegen, ne? Anders geht das ja nicht. Komm schon. Oh. Mach nicht so eine komische Drehung hier. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass er gestorben ist. Okay. Okay, Digga. Genau den Blödsinn wollen wir doch irgendwie vermeiden können. Naja. Okay. Dann gehen wir da eben jetzt nochmal hin, holen uns die Seelen zurück und, ja.
So, also diese Doppelschläge, die kriegen wir ja schon ganz gut hin. Fenstergeist von Bob. Na toll. Jupp. Gar nicht drüber nachdenken. Guckt euch die Nudel an. Ja, da hätten wir ruhig ein bisschen PvP machen können, aber... Naja. PvP ist nicht so geil, wenn man irgendwie noch mit irgendwelchen Feinden zu tun hat. Gut. Dann holen wir uns den nochmal. Und er schlägt direkt zu. Meine Fresse. Okay. Ich mag das hier gerade nicht auf der Treppe. Ich bin immer noch nicht glücklich damit. Ich bin einfach nicht glücklich damit. Hammer des alten Ritters. Na, den werden wir wahrscheinlich nie benutzen. Zack, 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 zack und zack. Jo. So, also diese einfachen Ritter hier, die sind ja richtig, richtig easy. Warum ist dieser eine Typ hier so brutal, huh? Das kann doch nicht sein. Liegt das vielleicht an seinem Moveset, dass ich einfach zu blöd dafür bin? Oder liegt das einfach daran, dass wir da zu wenig Erfahrung für haben? Ich weiß es nicht. Na, komm mal her. So, den hätten wir. Na, das geht ja auch ganz leicht bei dem. Nur bei dem hier nicht. Okay, nicht sterben. Ah, da hätten wir gar nicht ausweichen müssen. Ja, genau. Och nö. Und zack, yo. Gebossener blauer Augapfel. Und was kriegen wir hier noch? Wenn wir den endlich mal töten. Genau das gleiche, oder? Na, wahrscheinlich kriegen wir hier nichts. Wir kriegen nichts. Tja, das Spiel ist so asozial. Naja, egal.
So, mal gucken. Zack, zack, zack. Der erwischt er uns sogar noch. Hatten wir den Hebel schon umgelegt? Ich glaube ja. Okay. Hier glaube ich lief auch noch irgendwo ein. Hier war auch noch mal irgendwo ein Heideritter. Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. 8400 Seelen, liebe Freunde. Nein, hier will ich doch gar nicht rein, da. Nee, das machen wir nicht. Oh, das machen wir nicht. Das sind viel zu viele Seen. Da können wir fast zwei Level-Ups nehmen. Er hat nicht angefangen zu laufen. Ich wollte darüber springen. Ja, jetzt sammeln wir noch mal ein paar Seelen und dann. Dann gehen wir noch mal nach Majula, würde ich mal sagen. So, und dann noch einmal kurz den einen Fettsack hier erledigen. Dann haben wir 10.000 Seelen und damit gehen wir dann einmal nach Majula. Zack, 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 zack. So. Und blub. Fertig ist die Sache. Auf nach Majula, zwei Level nehmen und vielleicht kriegen wir das dann auch ein bisschen besser hin. Müssen wir ganz einfach mal gucken. Bearer seeks sea, lest this land swallow. So, was machen wir denn mal? Ja, Stärke wäre natürlich schon was Geiles. Da wollen wir uns aber nicht nur drauf skillen. Ja, so machen wir das. So machen wir das wegen dem, wie hieß es? Bewegung. Ah, da können wir ein bisschen schneller unsere Schläge austauschen, ein bisschen schneller Aktionen durchführen, wie zum Beispiel hier so einen Lebensstein zerquetschen oder Estus nehmen. Das geht dann ein bisschen besser, je höher das Bewegen ist. Soweit ich weiß, ist das jedenfalls so. Ein bisschen schneller können wir auch laufen. Wir schauen noch einmal hier, wie viel haben wir denn hier? Oha, fast 50 Millionen. Okay. Hey, das wollte ich jetzt nicht. Was haben wir denn? Haben wir irgendwie. Nee. Okay. Füllt Ausrüstung mit Magie versteckt, besondere Ausrüstung. Glitzerndes Titanit. Stärkt, was eigentlich unstärkbar ist.
Titanitbrocken, große Titanitscherbe. Da könnten wir doch eigentlich unser Kurzschwert plus 3 hat das schon. Nein, nicht die Blutlache. So. Können wir das eigentlich schon? Ach, das ist unser. Nee. Große Titanitscherbe. Nee, die wollen wir nicht benutzen. Die wollen wir nicht. Gut, hier haben wir ja gemerkt, im Schattenwald, da ist noch ein Boss. Sonst kommen wir da nicht weiter. Wald der gefallenen Riesen. Das wird dann ein... Dieses Gebiet wird ein Ende finden mit, dem Pursuer. Für den, glaube ich, sind wir aber noch nicht wirklich bereit. Das will ich noch nicht riskieren. Hey, das Flammenturm, da müssen wir auch noch. Also ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf Heides Flammenturm. Und, naja, leveln so ein bisschen noch ab. Also, naja, auf. Und, ja, je nachdem, was wir zuerst schaffen. No. Machen wir dann entweder die Bosse in Heides Flammenturm oder den Pursuer. Wo wir dann, falls wir den Pursuer erledigen, auch schon in ein neues Gebiet kommen können. Und außerdem noch Ausrüstung ergattern, die mega awesome ist. Jedenfalls mega awesome aussieht. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir Dark Souls 2 spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.